So, was geht ab, Leute? Suxi und so, willkommen zum kleinen Commentary, ja. Nach längerer Zeit mal wieder ein Commentary gemacht, ja. Ja, weil ich ja in Serbien war. Ich habe ja ein Commentary gemacht, aber das mit Mikrofonqualität, ja. Ich habe mein Headset zu Hause vergessen. Kann man nichts machen. Ja, im Hintergrund seht ihr ein 100 plus. Eigentlich war das komplett nur Kiesweg-Gebäsch. Ich habe schon, glaube ich, 30, 40 Kies mit der Waffe gemacht, aber ich müsste das geben, Alter, wie ich sie zerfetzt habe mit meinen Killstreaks. Ich habe Präzise gedrückt, weil er Doppel-EP ist. Ist ja Doppel-EP, ich spiele gerade durch. Es ist gerade, mal auf die Uhr gucken. Es ist 0:44 Uhr. Ich bin schon Level 43. Ich habe um 9 Uhr oder so Prestige gedrückt und jetzt bin ich. Das ist ein Prestige, spielt mit M27, ich glaube Level 30, weil ich da halt ohne Plünderer, ohne C4. Ja, ich habe den Orbi gleich freigeschalten und ja. Aufsätze waren Schalldämpfer verschafft und die Perks, ja, die muss man jetzt sehen, wenn ich sterbe. Und ja, was ich euch fragen wollte und ja, ob ihr bei der Gamecom wart oder so. Und was ich noch reden wollte, ich über Call of Duty Ghost. Ja, Call of Duty Ghost, ja. Ich habe mir Gameplays angeschaut von dem Spiel. Es sieht nicht schlecht aus. Mir gefallen halt die Waffen nicht, aber von dem Konzept so, von den Perks und so, sieht ist echt eigentlich cool. Aber ich denke, da werden sicher richtig viele Wichser rumlaufen, die einfach nur wegkommen mit den überpowerten Perks. Weil es gibt ja überpowerte Perks dazu, direkte Gefahr zum Beispiel oder so. Aber das ist geil mit dem Punktesystem, dass zum Beispiel Feuerkraft. Punktesystem, das ist so, kann das jetzt nicht so erklären, bin ich gut im Erklären, Digga. Also ein Punktesystem, jedes Perk hat so Punkte, zum Beispiel direkte Gefahr, ähnliches oder so. Ich habe mir jetzt nicht alle Perks angeschaut, aber sowas wie direkte Gefahr hat, glaube ich, 5 Punkte. Und was ich geil finde, es gibt ein Perk Feuerkraft. Also wer sich noch von MW2 erinnert, Feuerkraft. Aber es ist was so ähnliches. Also, wenn du Feuerkraft drin hast, das nimmt auch so 5 Punkte. Wenn du das drin hast, wenn du einen Gegner killst, wird deine Waffe immer um einen Schaden, also ist deine Waffe immer, ist der Schaden immer erhöht. Also zum Beispiel, du killst den Gegner und kriegst dann 1% Schaden und killst den nächsten Gegner mit einem Schuss weniger. So halt. Und ich glaube, wenn ich, das werde ich sehr häufig benutzen, ich glaube, ich weiß nicht, welche Konsole ich mir holen werde, aber für die alten Konsolen werde ich mir Ghost sicher nicht holen. Ja, ich werde mir erst für die neuen holen. Ja. Und ja, ich wollte noch was, wollte euch mal sagen, wie es uns in Serbien war. Es war eigentlich richtig heiß, Mann. Ich habe in meistens Zeit gezockt, weil ich halt da, keine Ahnung, nicht so Bock habe, irgendwo rauszugehen oder so. Und ja, eigentlich war es jetzt eigentlich mit dem Commentary. Aber ich glaube, ich werde mir eh Ghost holen und fährt Xbox One. Ich bin mir nicht sicher, ich würde mir für Forza Xbox One holen, aber Forza ist halt ein geiles Spiel. Und ich habe beim Gameplay habe ich die Vitol und so, habe ich schnell gemacht, also dass es schnell ist, dass ihr nicht so viel angucken müsst, weil es ist schon ein bisschen langweilig, aber ich finde das Gameplay eigentlich richtig gut, weil Kiesweg-Gebäsche sieht man nicht immer. Also ich sehe immer in YouTube Swarm-Gebäsche. Ich habe noch ein Gameplay, ein richtig geiles zu 0-100 Plus, aber ich will ja noch nichts verraten. Und mal gucken, wann ich das hochlade. Das habe ich heute gespielt, gleich hier, nachdem Wieso? Prestige gedrückt habe. Guck mal. Was ist das für ein Lappen? Wie der gerade geredet hat, habe ich jetzt gehört. Und ja, ich wollte eigentlich war es das jetzt mit dem Commentary. Und ja. Hoffentlich hat es euch gefallen. Like und Abo wäre cool. Und jo, dann bis zum nächsten Kommentar oder so. Und ja, ich unterlege mal ein bisschen mit Musik und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, sen, Leute.
Frage, nee, wie chill.